Das war sehr ineffizient. Ist ja fast im Feld vorbeigefahren. Egal. Wie viel Geld bekommst du mal wieder wahrscheinlich dafür? Wieder 4.900. Jupp. Ah, okay, aber dafür... Eigentlich kannst du den Trecker doch gleich da stehen lassen. Eigentlich hänge ich den Trecker gerne mal an den Grubber. Ach so, wenn ich denn die Zeit dazu finde. Also ich würde sagen, ich glaube, wir nehmen noch bis 23 Uhr auf, oder? Ich schau gerade mal, ob meine Festplatte noch so lange mitmachen will. Sobald ich die Mission geschafft habe, schaue ich das. Okay. Kann das sein, dass du dich ziemlich gut mit Elektronik auskennst? Frag nur. Weil du bei LS13, na okay, das gehört ja jetzt nicht zu Elektronik. Oder weil du sehr viel für LS13 gemacht hast. Was habe ich denn alles für LS13 gemacht? Bei wie heißt die Seite nochmal, die du da gemacht hast? Also da hast du doch irgendwie... Nein, das hat doch nichts mit Elektronik zu tun. Egal, warte mal bitte kurz. Ja, ich warte. Ich mach kurz Aufnahmepause, um noch mehr auf Festplatte zu schauen. Schön, einmal 2 Minuten weg gewesen, jetzt dürfen wir gleich am Golfplatz weitermähen. Akzeptieren wir natürlich und fahren gleich hin. Das ist ja schon fast leicht verdientes Geld, was wir hier anstellen. Oh, nee, das ist noch an. Jetzt. Einfach mal eine Runde mähen und dafür 4.900 Euro kassieren, das ist gut. Ja, das ist Geld. Okay, wir haben Zeit. Bist du mit dem Feld fast fertig, stimmt's? Ja. Bin ich gut? Nein. Mich mal wieder doppelt. Ah ne, jetzt geht's wieder. Egal. Hörst du mich noch doppelt? Nein. Gut. Aber ich sehe dich auf dem PDA-Map-Teil. Linksbums. Ich dich auch. Schiete die Sachen noch zurück, wenn du fertig bist. Wie bitte? Schiete die Sachen noch zurück oder irgendwas. Aber ich muss doch zum Golfplatz. Ach, du hast schon wieder eine Mission gemacht. Ja, ich muss jetzt zum Golfplatz. Kann das sein, dass nur Mähaufgaben kommen? Das ist gut. Die anderen schaffe ich nämlich nicht. Dann sind wir ja gleich beim Golfplatz. Okay, gleich. Ist bei Feld 31 und 32. Ich weiß. Ich auch.
ich bin jetzt auf der Brücke gewesen. Ja, inzwischen wird es hier fast sogar ein bisschen langweilig. Weil du die ganze Zeit hin und her fahren musst, ne? Nein. Ist zwar immer das Gleiche, aber das soll sich erinnern, wenn wir Kartoffeln anpflanzen können. Irgendwann mal. Vielleicht kriegst du heute noch so viel Geld, dass wir es vielleicht schaffen. Nein. Denke ich nicht. Wer weiß. Wenn ich mit der Koppel 14 bin, muss ich 15 und 16 machen und wenn ich mit dem fertig bin, kann ich ja noch Gras mähen. Wenn du mit der Koppel 14 fertig bist, dann bringst du erstmal bitte den Anhänger. Okay. Wo soll ich denn? Zur Mühle? Ja, klar. Okay. Dann kannst du ja schon mal den Mähdrescher zum nächsten Feld fahren. Bist du schon fertig? Nee, aber fast. Ja, ich muss jetzt erst die Mission machen. Okay. Und ich muss doch zuerst dreschen. Oh Gott, ich kann mit dem Fahrzeug ja fast nicht mehr lenken. Egal, muss ich halt jetzt ein bisschen anders fahren. Wieso? Ist halt so. Ich hatte davor immer den Same, aber an dem hängt jetzt der Anhänger. Aha. Das Coole ist, dass Gras hier überall rumliegt. Ja. Damit lohnt sich das, mit einem Profi-Hopper zu fahren. Ja, es dauert halt eine halbe Ewigkeit. Bis er voll wird. Ja, eben. Und bis du an diese Grassammel-Dingsbums-Stelle gefahren bist. Ich bin mit dem Profi-Holper einmal bis zum Golfplatz gefahren. Schön, und inzwischen haben wir 62.000 Euro. Ui, das ist ja schon was. Bald können wir uns eins von den teuersten, von den teuren Sachen leisten. Joa, es dauert noch ein bisschen, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Ja. Jetzt ist ja ruhig geworden bei dir im Hintergrund. Wieso? Ja, ne? Die lachen kaum noch, ist doch gut so. Weil zwei sind am PC, an meinem Laptop, die wollen irgendwas über meinen Laptop bestellen, keine Ahnung. Bestimmt, wenn sie eine Pizza bestellen, dann bin ich kurz weg. Aha. Nein, Scherz. Aber da hole ich mir ein Stück. Hätte ich auch gemacht. Juhu, ich muss noch einmal hin und dann noch zurück. Das ist noch so eine kleine Reihe, dann bin ich fertig. Schön. Da sieht man, wie lang dann das Ernten dieses Feldes selbst mit dem großen Schneidwerk dauert. Ja, sieht man auch, wenig ich gedacht habe eben dabei, dieses den Trecker einfach da zurückzusetzen.
wenn man größere Mähdrescher hat, dann würde es schnell auch schneller gehen, glaube ich. Oder? Ja, das wird ja nicht so schnell voll. Mhm. Kommst du? Ja, ich komme. Hey! Wow! Lass du mal Schneidwerk in Ruhe. Bin schon weg. Mensch, Chip-Chap. Ich kann ja nicht wissen, dass man es wegschieben kann. Jetzt denk doch mal an ein Real Life. Okay, da bist du auch nicht so stark, als dass du das Schneidwerk hier rumschieben könntest. Ja, siehst du. Was soll ich machen? Warten. Okay. Ich hau dann mal vor dir ab. Es hat jetzt auch keiner gesehen, dass ich gerade die Mission gecancelt habe. Ich mähe mal mit einem Profi-Hopper. Nee, oder du nimmst den Anhänger und sorgst dafür, dass der sich mal in Richtung Mähdrescher bewegt, weil ich gerade bei 65% bin. Warte, bin unterwegs. Oder auch nicht. Bin gleich. Ich komme gleich. Ich drück schon auf 3. Ah, ich bin voll. Ich hätte es fast geschafft. Junge, lass mein Vater? Schneidwerk stehen. Es war knapp, ich hätte es fast geschafft. Aber auch nur fast. Wie viel Prozent hat denn der Hänger? Guck doch nach. Ja, ich glaube, der wird voll. Hast du mal meinen Mann, da kann man nicht. Da kann man nicht mehr rüber. Lass mal eigentlich hüpfen. Bitte mein Schneid. Nein. Du warst jetzt nicht hin. Scheiße. Na, kommst nicht doch vorwärts? Schade. Macht das was aus? Nein. Ich. Oh oh, jetzt bin ich. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein. Fährst du gerade? Ich versuche mich dran. Jetzt geht's. Ach, du bist nicht vorwärts der gekommen? Mich. Cool. Der hat sich geweigert, dich umzufahren. Du fleißiger Helfer. Scheiße. Nochmal. Nein. Halt, stopp! Mir egal. Du gehst durch mich durch wie durch Butter. Ich seh's. Jetzt aber nicht. Mama Mia, das darf man nicht machen mit mir. Man darf mich nicht durchhäckseln. Das sagst aber auch nur du. Erstens, zweitens, dies ist kein Häcksler. Daneben Mähdrescher.